Besucht man heute einen Friedhof, ist man in vielerlei Hinsicht mit Schrift konfrontiert. Grabinschriften bezeugen Namen, Lebensalter, Familienbeziehungen, Religionszugehörigkeit. Sie äußern Trauer der Hinterbliebenen und Wünsche für das Jenseits. Schrift am Grab kommuniziert mit dem Betrachter. Grabgedichte fordern ihn zum Stehenbleiben und Lesen auf. Schrift sichert das Andenken an Leistungen und Eigenschaften der Verstorbenen im Leben. Schrift am Grab ist aber stets auch eingebunden in ein System von Rezeptionspraktiken, bei denen dem architektonischen Kontext, dem Format und dem Material eine besondere Rolle zukommt. Die Grundlagen der heutigen Erinnerungspraktik durch Schrift am Grab wurden in der Antike geschaffen. Im klassischen Altertum lagen Friedhöfe außerhalb der Städte. Gräberstraßen waren zentrale Kommunikationsräume, in denen das Andenken an die Verstorbenen in Schrift, Bild und Architektur dauerhaft festgehalten wurde. Gräber waren in komplexe rituelle Handlungen eingebunden und wurden mehrmals im Jahr an Festtagen aufgesucht. Es wurde mit den Toten gespeist und getrunken, für sie geopfert, gesungen und getanzt. Dadurch wurden Gruppenidentität und sozialer Status gesichert. Zwei Projekte am Heidelberger Sonderforschungsbereich untersuchen Bestattungsbräuche und die Rolle von Grabinschriften während dieser Zeit in der Südtürkei und in Nordafrika. In der Altertumswissenschaft war es lange üblich, Grabinschriften losgelöst von ihrem Kontext in großen Korpora zusammenzutragen und ihren Inhalt zu analysieren. Architektonische, kunsthistorische und rituelle Aspekte der Gräberkultur wurden hingegen von Archäologen behandelt. Unsere Projekte versuchen, beide Ansätze miteinander zu verbinden, indem sie das Material der Inschriftenträger, ihre möglichst genaue Rekonstruktion in ihrem ursprünglichen räumlichen Kontext und die mit den Inschriften verbundenen Kommemorationspraktiken analysieren. Wie das funktioniert, wird im Folgenden durch einige Beispiele illustriert. In der spätantiken Nekropole von Korykos sind hunderte solcher schrifttragenden Sarkophage noch heute im freien Feld sichtbar. Hier eine Grablege für einen Bäcker. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden viele der Grabinschriften transkribiert. Mit den Umschriften lassen sich nun die zugehörigen Grabmonumente lokalisieren und zum Beispiel alle Gräber für Bäcker in neuen Plänen eintragen. Dadurch wird klar, dass bestimmte Räume innerhalb der Nekropole zu bevorzugten Bestattungsplätzen einzelner Gesellschaftsgruppen wurden. Die Neukartierung von Epitaphen kann somit wesentlich zum Verständnis sozialökonomischer Strukturen einzelner Städte beitragen. Aber auch das Material von Inschriftenträgern liefert durch eingehende Analyse wichtige Neuerkenntnisse. So konnte etwa die Nutzung besonders teurer und farbenfroher Marmorsorten das Prestige von Grabinhabern und die Wirkungskraft der Gräber deutlich erhöhen. Über technische Details von Rück- oder Lateralseiten der Träger lassen sich Inschriften konkreten Grabbauten oder Grabräumen zuweisen und somit besonders wichtige Kultzonen, zum Beispiel in Kirchen, bestimmen. In guten Erhaltungsfällen sind über das Format oder Vorrichtungen in den Inschriftträgern gar rituelle Handlungen wie Trankspenden oder Totenmahl zu rekonstruieren. Diese Beispiele zeigen, wie mit den methodischen Ansätzen unseres Sonderforschungsbereichs neues Licht auf die Rolle von Schrift in einem für die antiken wie heutigen Gesellschaften zentralen Alltagsbereich geworfen werden kann. Die Analyse von Materialität, Verortung und Präsenz von Schrift ist dabei ebenso entscheidend wie ihre Einbindung in soziale Praktiken.